Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Noemi, falls du neu hier bist. Schön, dass du dabei bist. Heute zeige ich dir meine Summer Must-Haves 2023. Meine Beauty-Produkte, ohne die ich nicht kann und die mich in meinem Beauty-Case in den Urlaub begleiten dürfen, der schon in einer Woche beginnt. Aber wenn das Video online kommt, ist der Urlaub schon im vollen Gange. Deswegen würde ich sagen, folgt mir doch mega gerne, falls du nichts mehr von mir verpassen möchtest. Abonnier die Glocke und ich würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Let's go! Ich lege einfach mal los und zeige euch ganz wild durcheinander, was ich alles eingepackt habe. Ich muss noch schauen, wie ich das hier mache, weil ich nicht genug Platz habe für die ganzen Sachen. Wir schauen einfach mal. Also, mein absolutes Beauty Lieblingsprodukt in dem Bereich ist die Intimwaschlotion von Yessa mit Kamille und Milchsäure. Es gibt noch eine andere mit Aloe Vera und Milchsäure. Die riecht aber tatsächlich sehr, also wie soll ich sagen, das Produkt riecht schon schlecht, obwohl du es erst in der Drogerie kaufst. Und das hier hat einen sehr angenehmen, frischen Duft, kostet nur 2 Euro. 300 Milliliter sind drin, das langt eine Weile und es lohnt sich auf jeden Fall, weil es super gut schäumt und deinen Intimbereich sanft pflegt und reinigt. Und genau das brauche ich. Mega gut, kann ich empfehlen, falls ihr auf der Suche nach sowas seid. Dann habe ich hier meinen Fußpflegeschaum. Ein Mousse-to-Oil-Pflegeprodukt ist das. Ich mag eigentlich kein Öl, aber das Produkt zieht super schnell ein, ist wie eine Creme in Schaumform. Und das ist von Fußwohl. Die Marke gibt es bei Rossmann. Ich finde generell alle Produkte aus der Reihe, egal ob Fußcreme, Peeling, Maske oder das, super. Das hier kostet 2,69 € und es ist ein mega cooles Produkt. Dann habe ich hier hoffentlich relativ haarfrei meine Bürste, meine Haarbürste, meinen Tangle-Teaser. Den habe ich auch in Marburg. Und ja, der ist ganz gut. Also der ist mega für die Haare, weil der nicht so zieht und die Haare ganz gut im Griff hat, möchte ich sagen. So, dann gucken wir mal, was hier so noch drin ist. Dann habe ich hier eine Tuchmaske von Dermacell mit Schweizer Eiswein aus der ehemaligen Medikamente-Petlick-Box. Also das Video kommt demnächst noch online. Kleiner Spoiler. Dann habe ich hier meine Lieblings-Gesichtsreinigungsmilch von Balea, die richtig gut duftet und kostet, glaube ich, nur 85 Cent. Die riecht super und gesichtsreinigen muss ich auf jeden Fall im Urlaub von der ganzen Sonnencreme. Deswegen passt es ganz gut. Dann habe ich hier ein Duschgel und zwar von Isana. Das Ganze ist mit super erfrischendem Zitronenduft. Also genau das Richtige, was ich jetzt brauche für meinen Sommer. Ich hoffe nur, das Duschgel reicht für die 2 Wochen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber ich werde mir dort eh Sachen kaufen. Von daher ist es okay. Dann haben wir hier dieses Glow Beauty Tool von Glossybox. In dem Stängel da unten ist eine Flüssigkeit drin. Das Ganze soll man in den Kühlschrank tun und das soll super erfrischen und kühlen. Habe ich mir neulich erst gekauft. Kommt mit. Dann habe ich hier eine Retinol-Tuchmaske von Seventh Heaven. Auch super neu bei mir. Bin gespannt, die mit euch zu testen. Dann haben wir hier von Sundance 2 Produkte. Zum einen diese Lippenpflege hier mit Lichtschutzfaktor 50. Gibt es für unter 2 Euro bei DM zu kaufen und hat diesen coolen Applikator super zum Auftragen. Ich habe noch nicht dran gerochen und bin gespannt, wie die ist. Machen wir gerne auch einen Live-Test. Also folg mir, wenn du das nicht verpassen möchtest und schreib mir in die Kommis, ob du darauf Lust hast. Und ein After-Sun-Spray, auch das kostet nicht mehr als 2 Euro, riecht super angenehm und ist natürlich mehr als geeignet für diesen Sommerurlaub. Dann habe ich hier 2 Wassersprays zur Abkühlung. Einmal ein ganz großes mit 300 Millilitern von Action. Das habe ich schon ein bisschen länger, aber es ist ja nur destilliertes Wasser. Und es ist, jetzt habe ich mich eingesprüht, lecker. Auf die Hose gekleckert. Ja, das ist mein Kanal. Willkommen in meiner chaotischen Beauty-Welt. Genau, es riecht auch nach nichts. Und es ist mega für einen Kühlschrank. Super. Und hier habe ich dann ein kleineres, noch eingeschweißtes von Avène, das Thermalspray. Kann ich eigentlich auch auspacken, würde ich sagen, oder? Ah, egal. Dann lassen wir es zu.
So, dann habe ich hier auch noch mal was mit richtig tollem Sommerduft aus einer ehemaligen LE von Balea Shampoo und Spülung mit einem mega coolen Buttermilk and Lemon Duft, der mir sogar noch besser gefällt als der vom Duschgel von Isana. Dann habe ich hier zwei super coole iPads, die ich mit euch testen werde. Folgt mir also auch deshalb super gerne, dass ihr das nicht verpasst. Wir haben hier einmal welche mit Melone. Ey. Und einmal welche mit Banane. Super geile Dinge. Dann haben wir hier am Start von Action. Das habe ich euch in meinem Action Haul gezeigt. Das sind Anti-Pickel-Patches in Herzchen, Blümchen und Schmetterlingsform. Also da wird es auf jeden Fall auch ein mega lustiges Video auf YouTube oder Instagram, glaube ich, eher geben. Oder ein süßes Foto. Sehen auf jeden Fall echt scharf aus. Muss ich sagen. Und natürlich, so Anti-Pickel-Produkte sind jetzt vielleicht nicht so super Urlaubsdings, aber ich habe immer welche, deswegen lohnt sich das. Dann habe ich hier zwei Nagellacke von Essie. Einmal diesen hier in Orange. Ich mag eigentlich gar kein Orange, aber das ist ein mega Orangeton. Den mag ich total gerne. Und der muss unbedingt mit. Und den hier, den habe ich noch neu. Das ist so ein gedrehter Gel-Manicures. Ein wunderschöner Rosaton. Also ein Gel-Nagellack kostet 13 Euro. Könnt ihr auch bei DM und Rossmann, glaube ich, kaufen. Dann habe ich hier noch mehr im Bereich Nagel. Pflege. Und zwar habe ich hier einmal noch einen Nagellack, und zwar in einem wunderschönen Gold von Sally Hansen. Auch den mag ich super, super gerne. Ich glaube, der war mal in der Amazon-Restpostenbox drin. Ein Nagelöl mit so einem Pinselchen hierbei. Das kann ich euch auch gerne mal kurz zeigen. Wartet mal. So sieht das Ganze aus. Es riecht auch sehr frisch und ich tropfe mich gerade hier wieder zu. Mega. Jetzt bin ich nicht nur eingesprüht, sondern auch eingeölt. Mega gut. Kann ich gleich mal auf dem Nagel hier testen. Ja, so viel dazu, dass das Ganze. Oh shit. Dass das Ganze nicht so lang dauert. Oh geil, ich habe hier alles zugeölt gerade. Okay. Sorry, Leute. So, dann haben wir hier diesen Nagellack. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Der hat so weiße Flakes innen drin. Ist ein mega schöner lila Ton. Habe ich letztes Jahr bei Rossmann DM in Ungarn gekauft. Werde ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder Ausschau halten danach. Dann haben wir hier von Evedin solche Nagellack-Entferner-Pads und von Douglas so einen Sponge, wo man so seinen Finger reinsteckt. Warte, ich zeig's dir. So. Und dann machst du und der Nagellack ist ab. Geile Sache. Dann haben wir zwei Sonnenbrillen am Start, die ich für den Pool nehme und natürlich auch, wenn wir unterwegs sind. Schreib mal gerne, welche du besser findest. Number one. Das ist eine ältere und das ist die neuere. Trage ich das erste Mal. Und die ist auch, glaube ich, ein bisschen dunkler als die andere. Also vom Tragegefühl. Ich muss gerade nochmal ausprobieren. Ja, die ist deutlich dunkler, die andere. Aber es schadet nie, welche dabei zu haben, egal wie viele oder wenige das jetzt auch sind. Dann haben wir hier noch etwas zum Bereich Nägel. Achso, das ist nichts zum Bereich Nagel, aber das. Und zwar haben wir hier nochmal einen Topcoat von Catrice und einen Basecoat. Das kann man auch immer gebrauchen. Langsam füllt sich der Tisch hier. So, dann haben wir am Start eine Fußcreme. Ich habe trotzdem eine Fußcreme eingepackt, auch wenn ich jetzt mein Lieblingsfußpflegeschaum mit eingesteckt habe. Das hier ist von Neutrogena eine Fußcreme. Bin sehr gespannt, wie die sein wird. Dann habe ich hier einen Deo Roll-On von Nivea. Auch den braucht man immer. Ich habe jetzt hier, das ist meine Tasche für den Urlaub, ja. Ich habe allerdings auch noch eine, wie soll ich sagen, eine kleinere Tasche gepackt für eine Hotelübernachtung. Das hier ist jetzt halt für den kompletten Urlaub. Hier haben wir dann einen Maskenstick von Action mit Kamille.
Der sieht so aus. Auch da wird es einen Live-Test geben. Sei mega gespannt darauf. Und hier haben wir auch noch eine coole, super teure kleine Maske von Peter Thomas oder Peter Thomas Roth oder so ähnlich. Eine Gurkenmaske. Mega gespannt bin ich auch da drauf natürlich. Dann habe ich hier den Tan Maximizer von Lancaster. Da bin ich auch super gespannt drauf. Mal gucken, ob der überhaupt im Urlaub zum Einsatz kommt oder dann erst, wenn wir wieder hier sind. Das werden wir dann sehen. Dann haben wir nicht mehr ganz so viele Produkte hier drin, glaube ich. Wir haben hier dann noch ein kleines Serum drin, und zwar so ein Goldserum von Action. Das hätte ich damals öfter kaufen sollen, weil das ist eine coole Geschichte zum Verschenken. Auf jeden Fall dachte ich mir, falls ich wirklich mal meine Haut richtig pflegen möchte im Gesicht nach Reinigung und einer dieser Masken, habe ich dann sowas wie eine Creme, nur ein bisschen dünnflüssiger dabei, die vielleicht ein bisschen schneller einzieht. Das ist jedenfalls so ein kleines Goldserum und es wird auf jeden Fall für die 2 Wochen ausreichen. Das ist so eine kleinere Größe. Dann, das habe ich auch in Ungarn gekauft, bei Müller eine Gurkenhandcreme, die mega gut riecht. Also ich versuche auf jeden Fall dieses Jahr dort mal zu schauen, ob ich die nochmal finde, weil die ist richtig gut, kann ich euch super doll empfehlen. Auch wenn ich sie noch nicht getestet habe, sie riecht super. Dann habe ich 3 Waschlappen mitgenommen. Dann habe ich hier abgezählt meine Slip-Einlagen. Da verwende ich gerne die von Always eigentlich nur und von Anbinden. Die habe ich auch eingepackt, aber nicht hier, sondern jetzt im Koffer bzw. in der Tasche. Habe ich dann auch eingepackt Binden von Always. Aber die von Yesa sind auch gut. Dann habe ich hier noch 2 Parfums. Und einen Lippenstift eingepackt. Mein Alltagsparfum, wenn wir mal irgendwie auf den Markt oder shoppen gehen, wird das hier sein. Das ist auch aus einem Müller-Geschenkset. Ein mega gut riechendes, fruchtiges. Passt jetzt super zum Sommer. Und mein aktuelles Lieblingsparfüm von The Body Shop, Golden Cherry Blossom. Das dachte ich eher, weil es so ein bisschen ein schwererer Duft ist. So blumig, pudrig, ein bisschen schwerer. Dass man das super nehmen kann, wenn man jetzt beispielsweise abends essen geht mit Freunden. Und dann habe ich hier am Start außerdem einen Lippenstift. Den habe ich neulich geschenkt gekriegt in diesem wunderschönen Rosaton von Revol de Loop oder Revol Loves Me. Jedenfalls ist es ein cooler Farbton und ich persönlich schminke mich nicht so sehr. Ich dachte aber, so ein Hauch von Farbe auf den Lippen, gerade wenn man mal essen geht, oder sich mit Freunden verabredet, das kann nicht schaden. Hier in diesem oberen Täschchen habe ich noch 2, 3 Kleinigkeiten, nämlich eine Nagelfeile von Be Routine. Schadet nie, wenn man die dabei hat. Dann haben wir 2 Produkte gegen Insektenstiche. Einmal so ein Roll-On und einmal hier so Insektenstichpflaster. Kannst du bei DM, glaube ich, kaufen. Des Weiteren habe ich hier ein Maskenhaarband. Das habe ich bei Action gekauft. Dann dieses Haarband hier, so schwarz-weiß gepunktetes. Dann habe ich hier eine Dose, die zeige ich dir eben schnell. Hier sind so ein paar Haargummis drin und ich muss das nochmal auslüften und auswaschen, weil ich habe da so ein Haargummi reingetan, was mega muffig gerochen hat. Das habe ich aber nicht gemerkt, bis ich das dann mal aufgemacht habe. Ja, das war sehr intelligent, ich weiß. Dann haben wir als vorletztes Produkt hier drin, das gab es auch beim Action für 1 Euro nur, Seifenblätter in so einem Döschen. Die sehen so aus, sind mega, mega cool. 50 Stück sind hier drin. Gerade wenn man unterwegs ist, super geile Sache. Und zu guter Letzt habe ich hier nochmal eine Reservetube meiner Zahnpasta von Elmex drin, die ich immer benutze. Die ist auch immer gut dabei zu haben, falls die andere leer geht. So, das war's. Diese Produkte dürfen mich in den Urlaub begleiten. Ich hoffe sehr, dass dir das Video gefallen hat, trotz 1, 2 kleiner Schwierigkeiten zwischendurch. Wie gesagt, abonniere mich gerne, aktiviere die Glocke, dass du nichts mehr verpasst. Folg mir auch mega gerne auf Insta, da heiße ich genau wie hier. Und über einen Daumen nach oben und einen Kommentar würde ich mich super gerne freuen. Ja, wenn du einen schreibst. Und wenn du mir mitteilen möchtest, wohin du dieses Jahr in Urlaub fährst, ob du in Urlaub fährst, oder wenn du in den Urlaub fahren würdest, was da so mit darf, was deine Summer Must-Haves 2023 sind, deine aktuellen Lieblings-Skincare- und ja, Haircare-Produkte,
dann schreib mir das super gerne in die Kommentare. Ich bin mega gespannt und freue mich darauf, mich mit dir auszutauschen. So. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.